Es ist mir auch in diesem Jahr eine ganz besondere Ehre, wieder an drei Kandidaten die DKE-Nadel zu überreichen. Nochmal zur Erinnerung, die DKE-Nadel ist die wichtigste nationale Auszeichnung für unsere technischen Experten und natürlich auch eine Ehrung für unermüdliches ehrenamtliches Engagement. Und die Betonung liegt auf unermüdlich, weil man muss schon ein gewisses Durchhaltevermögen besitzen, um in der Normung Projekte voranbringen zu können. Es ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen und natürlich auch ein Ansporn, um sich weiterhin zu engagieren. Also meine Hoffnung ist natürlich, dass nach einer solchen Preisverleihung die Kandidaten nicht in den Tiefschlaf verfallen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich mein Lebenswerk erreicht und ich lege mein Amt in der Normung nieder. Nein, ganz im Gegenteil, es soll ein Ansporn sein, für diejenigen einfach weiterzumachen und unermüdlich an ihren Projekten weiterzuarbeiten. Heute freue ich mich ganz besonders, weil es sich bei den hier ausgewählten Personen um Menschen handelt, mit denen ich persönlich in den letzten Jahren quasi im engen Austausch stand. Und wie so oft in der Normung steht man im Austausch nicht immer nur zu positiven Themen, sondern das sind auch manchmal spannende und kontroverse Themen. Aber ich behaupte mal, das ist ja gerade das, was die Normung so interessant macht. Wenn wir immer nur kuscheln würden, das wäre langweilig. Und die menschlichen Verbindungen wachsen eben auch, wenn die Reibungswärme manchmal zunimmt. Und dann zum Schluss gute Lösungen rauskommen für die Norm. Ich sage so, das ist das Salz in der Normungssuppe sozusagen. Genug der einleitenden Worte, kommen wir jetzt zu den Kandidaten. Und ja, ich würde sagen, Trailer ab. Unser erster Preisträger ist seit 2009 in den Gremien der DKE tätig. Bereits im Jahr 2011 wurde er Fachbereichsleiter des DKE-Fachbereichs 6 der heutigen Abteilung Components and Technologies. Er ist aktiv im Lenkungsausschuss der DKE und im Technischen Beirat Internationale Nationale Koordination. Das Unternehmen unseres Preisträgers ist eine tragende Säule der elektrotechnischen Normung und das seit vielen Jahrzehnten. Es beteiligt sich mit Experten auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene und stellt Funktionsträger in DKE, IEC und Senelec. Der Preisträger ist Chair des IEC TC48 Electrical Connectors and Mechanical Structures for Electrical and Electronic Equipment und aktiv in den relevanten Unterkomitees und Arbeitsgruppen. In europäischen und zahlreichen DKE-Gremien wirkt er maßgeblich mit und ist zum Beispiel stellvertretender Obmann im K651, dem Spiegelgremium für das TC48. Ja, Dr. Andreas Starke. Ich darf Dr. Andreas Starke, Harting, Stiftung KKG Espelkamp, auf die Bühne bitten. Ich hoffe. Ja. Lieber Andreas, es ist mir eine Ehre, dir die Nadel überreichen zu dürfen. Ich habe tatsächlich mit Schrecken auf den Platz geguckt. Ich habe gedacht, es kann jetzt nicht wahr sein, dass er gar nicht da ist. Aber immer gut für eine Überraschung. Immer ein verschmitzten Scherz. So, und hier auch noch eine gerahmte Urkunde. Ja, und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, es ist ein Ansporn, auch weiterhin aktiv in der Normung zu bleiben. Mit all den Qualitäten, die wir kennen. Gibt es noch ein Foto? Ja, ich glaube, wir... Hier gibt es einen Kleber. Wir müssen genau hier hin. Ja. Ganz genau. So. Da vorne. Okay, super. Ja, nein, du musst jetzt nur hier bleiben. Umsonst gibt es nichts. Nein, natürlich im Rahmen meiner Vorbereitung habe ich einen ganz netten Hinweis von meinen Kollegen bekommen und ich muss sagen, den trage ich voll mit. Andreas Starke ist Vollnormer mit einer klaren Idee, einem Ziel und einer strategischen Ausrichtung. Es fehlt ihm nicht an der nötigen Empathie im Umgang mit internationalen und nationalen Experten, das kann ich bestätigen. Das macht Arbeiten mit ihm angenehm, trotz der teils harten Auseinandersetzung in der Sache. Und da muss ich sagen, stimmt. Ja? Freundlich, aber immer sehr bestimmt und wenn der Standpunkt mal festgezurrt ist, dann muss es guter Argumente bedürfen, um dich zu überzeugen, ne? Oder von deinem Standpunkt abzubringen. Ist das so?
Ja, dazu hat man... Ups. Hallo, hallo. Ja, dazu hat man sich den Standpunkt ja vorher überlegt. Ne? Ja, heißt ja auch Standpunkt, genau. Ja, vielleicht noch eine ganz konkrete Frage. Was ist für dich der wichtigste sozusagen Aspekt von Normung? Warum machst du das überhaupt? Ja, da ist schon die Idee dabei, dass man damit einen Teil beiträgt zu Abbau von Grenzen, internationaler freier Handel, Warenverkehr, jetzt gerade Europa. Gut, da ist ja mit der Regelsetzer noch mit dabei. Da hakt es gerade ein bisschen, aber wir sehen, dass wir das wieder beiseite kriegen, dass wir das wieder zum Laufen kriegen, so wie es gedacht ist. Und natürlich muss auch der Normsetzer oder der Normschreiber natürlich sehen, dass er zeitgerecht und qualitativ gut liefert. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Die zweite Frage, die ich mir hier so überlegt habe, und was muss man tun, damit Normen gut und zeitnah erstellt werden? Weil zeitnah ist das eine, weil sie müssen ja auch einer gewissen Qualität entsprechen. Das ist einfach die Erwartung an die Norm. Ich meine, jeder von uns weiß, die fehlerfreie Norm gibt es nicht. Aber gut und zeitnah, was bedarf es da? Ja, wie bei vielen Sachen, man muss einfach Ressourcen reinstecken. Und Ressourcen reinstecken heißt in diesem Fall für mich mal bei der Wurzel nochmal angucken oder nochmal anfangen und sagen, das hatten wir heute auch schon öfter gehört, wir brauchen noch mehr, sagen wir mal, Stakeholder in der Normung, die ihre Sachen dort reinbringen. Ich glaube, es gibt viel zu viele Stakeholder, die noch gar nicht wissen, dass sie Stakeholder sind. Und von daher wäre mein Vorschlag, das muss wirklich in jeden Studiengang rein, muss das Thema Normung als Pflichtfach, egal welcher Fachbereich ist, egal wo, auch bei den Bachelor of Arts. Oh ja, guter Punkt. Klasse. Ja, dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Engagement und ich gehe davon aus, dass du der Sache treu bleibst und wir noch einige Diskussionen haben zu vielleicht spannenden Themen. Ich weiß jetzt gar nicht, bleibst du auf der Bühne? Ist das so? Okay, dann. Okay, dann vielen Dank nochmal für die Auszeichnung. Ja, und nachher trinken wir noch Bier zusammen. Bleib bei der Sonne, nachher trinken wir mal. Genau. Ja. Okay, super. Trailer Nummer 2. Seit 2012 ist unser zweiter Preisträger in den Gremien der Automatisierungstechnik tätig. Als ehrenamtlicher Experte treibt er mit großem Engagement und fundiertem technischen Wissen den Übergang an. Von der Automatisierungstechnik der Industrie 3.0 hin zur Industrie 4.0. Er ist seit 2016 Chair des IEC TC65 Industrial Process Measurement, Control and Automation. IEC TC65 und seine Unterkomitees und Arbeitsgruppen stellen fast schon eine eigene Normungsorganisation dar. Das belegen eindrucksvoll einige Zahlen. 380 Standards, 60 Arbeitsgruppen, über 800 Experten und etwa 100 Publikationen pro Jahr. Ja, ich darf auf die Bühne bitten, Herrn Ingo Weber, Siemens AG Digital Factory Karlsruhe. Herzlichen Glückwunsch. Ja, lieber Herr Weber, auch hier eine Anerkennung für die geleistete Arbeit, natürlich in der Hoffnung, dass Sie auch der Sache treu bleiben. Und wir haben ja gelernt, TC65 ist jetzt alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Vielleicht machen wir erstmal ein Foto, bevor wir zu den schweren Themen kommen. Ja? So, stehen wir richtig. Ja. Ja, auch hier ein Hinweis meiner Kollegen. Ingo Weber schafft es immer, sowohl das große Bild zu sehen und gleichzeitig die einzelnen Projekte und die Experten, die Menschen im Auge zu haben. Also sozusagen nicht die reine Anzahl der Aktivitäten betrachten, sondern die Vernetzung untereinander. Und im TC65, wir haben es ja auch gerade gehört, das sind beeindruckende Zahlen. Das ist ja schon ein kleines Ökosystem der Normung an sich. Also höchsten Respekt davor. Und es bedarf schon menschlicher Qualitäten, um überhaupt in dieser Vielfalt der verschiedenen Projekte und aktiven Menschen eine ausgleichende Kraft zu sein. Das ist schon tatsächlich beeindruckend, was da passiert im TC65. Und wir haben es auch gehört, damals, als TC65 gegründet wurde, 1967, ging es um Industrie 3.0.
Jetzt reden wir über Industrie 4.0, weiß nicht, ob Industrie 5.0. Aber die Frage ist natürlich, wie gelingt es, dass sich ein TC bis heute sozusagen an der Spitze einer solchen Industriebewegung hält? Wie macht man das? Ja, ist das ein Selbstläufer? Oder? Das ist nicht leicht zu sagen, woran es liegt. Auf jeden Fall, die Zahlen zeigen das, dass wir gerade in den letzten 2 Jahren auch noch mal über 150 Mitglieder dazugewonnen haben. Also es ist eine kontinuierliche Steigerung der Mitgliedschaft. Es sind Schwerpunkte in Safety, Security und Smart Manufacturing, Industrie 4.0 Themen. Und die Themen sind die richtigen. Automatisierung ist natürlich auch das Thema der Zukunft. Sicherlich waren am Anfang, also wo da gegründet wurde, 1958, 57, war die elektrischen Systeme, mechanischen Systeme viel mehr auch noch im Vordergrund gestanden. Jetzt ist ja immer mehr der Einfluss von IT, Security, IT-Security ist eben ein Megathema. Safety, da ist auch im Vordergrund die Functional Safety, also die Software übernimmt immer mehr die Safety-Funktionen und Smart Manufacturing ist ja überhaupt eben die totale Integration aller Technologien und eben der Schwerpunkt auf IT-Technologie in dem Komitee kommt immer mehr hinein und das sieht man auch das Interesse von JTC One, Subkomitee 41 und 42, also die Komitees für IoT und künstliche Intelligenz sind zu uns gekommen und wollen mit uns kooperieren. Wir haben die Kooperationen aufgebaut natürlich. Wir haben jetzt gerade eine Joint Working Group aufgebaut. Also da ist sehr viel Zusprache da, gemeinsames Interessen und dadurch wächst das. Also Kooperation ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil TC65 an sich ist ja schon komplex. Aber wenn man jetzt nochmal den Kreis größer zieht und schaut, welche Kooperationen mit dem TC65 nach außen existieren, dann wird es richtig beeindruckend. Und das bringt mich nochmal zu einer zweiten Frage, nämlich was kann denn sozusagen die IEC aus solchen Kooperationen lernen mit Konsortien? Also was kann die IEC lernen aus der Arbeit mit Konsortien? Wie muss sich die IEC denn möglicherweise neu aufstellen, um vielleicht etwas mehr in Richtung Konsortialstandards zu wandern, vielleicht einen Teil der Agilität mit zu übernehmen, die man uns ja nachsagt, dass sie uns angeblich manchmal fehlt? Ja, wir haben in TC65 50 Kooperationen. Das sind zum großen Teil Kooperationen mit ISO und IEC, technischen Komitees, aber auch eben viel mit Konsortien. Und die Konsortien sind, wenn man das, ich will jetzt nicht negativ das bewerten, aber man muss schon sagen, die Konsortien sind die Kooperationen, wo sehr viel Input, auch Spezifikationsarbeit als Input hineinkommt. Ich nenne mal eins, das auch allgemein sehr anerkannt ist, OPC. Die OPC Foundation ist eine international organisierte Organisation, die eben auch Spezifikationsarbeit durchführen. Und wichtig ist jetzt auch den Schritt des Konsortiums zu sagen, ich möchte die Standards auf ein höheres Niveau setzen. Bringt die ein in ein internationales Standardisierungskomitee und ist auch bereit, dann sich die Spezifikationen einem Review-Prozess zu unterwerfen. Das, was ja auch ein Verbesserungsprozess ist, der Normungsarbeit. Und letztendlich haben ja hinterher beide eine Win-Win-Situation. IEC hat natürlich nochmal mehr Beteiligung, mehr Akzeptanz von internationalen Standards und umgekehrt, das Konsortium hat mit dem internationalen Standard dann ja auch nochmal mehr Zulauf.
Ja, das heißt also letztendlich können wir seitens IEC und vielleicht auch seitens ISO schon noch etwas lernen von den Konsortien. Ja, nicht alles ist gut, aber auch nicht alles ist schlecht. Und das Schöne ist ja auch, dass wir so einen gewissen selbstkritischen Blick auf uns werfen dürfen. Wir wollen einfach alle besser werden. Ja, und das ist ja ein hehres Ziel. Ja, jetzt wäre normalerweise die Zeit, den dritten Kandidaten zu ehren. Allerdings ist er leider nicht da. Aber das werden wir in einem anderen Rahmen, werden wir das auch noch nachholen, auf jeden Fall in einem gebührenden Rahmen.